Hallihallo, ihr Lieben. Es wird wieder Zeit für eine neue Wochendeko. Ich zeige euch noch mal ganz schnell, wie meine letzte Deko aussieht. Es hat sich soweit nichts dran geändert. Bis auf, dass der Termin hier unten, also mein Fußpflegetermin, den habe ich absagen müssen, weil mir was dazwischen gekommen ist. Den können wir gerade hier entfernen. Und ja, ansonsten habe ich einfach nur meine Arbeitszeiten so ein bisschen eingeschrieben, weil ich doch diese Woche die ein oder andere Überstunde machen musste. Und ja, ich hatte ja auch noch ein Foto bei Instagram dann im Laufe der Woche gepostet. Und ja, die Farben sind jetzt nicht so typisch meins, aber nichtsdestotrotz gefällt es mir eigentlich richtig gut. Ich mag wirklich dieses MT-Washi-Tape sehr, sehr gerne und auch diese Craft Paper, Sticky Notes und doch, so im Großen und Ganzen hat es mir eigentlich doch ganz gut gefallen diese Woche. Und ja, ich möchte mit euch dann jetzt die nächste Woche dekorieren. Und wie ja bereits angekündigt, stelle ich hohe Erwartungen an diese Deko, denn es ist meine Geburtstagswoche und ich habe mir da auch wirklich einiges rausgelegt und ich hoffe, ich habe einen ordentlichen Plan im Kopf. Ich habe einige Elemente, die ich wirklich benutzen möchte. Und ja, wie das so ist, in meinem Kopf sieht das Ganze schon wieder super gut aus. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das auch genauso aufs Papier bringen kann. Jetzt mache ich hier erstmal Platz. So. Und ich möchte anfangen mit Stempeln. Und zwar habe ich mir dafür diese Pinselstriche rausgelegt aus dem Bero Store. So, hier haben wir auch einen Acrylblock. So, jetzt bin ich mir leider überhaupt nicht sicher, welche Farben ich benutzen möchte. Denn ich zeige euch einmal noch mal ganz kurz das Washi Tape. Das ist nämlich ganz neu. Das ist ebenfalls von MT. Dieses Tape würde ich sehr, sehr gerne benutzen. Weil das, ich weiß nicht, ich finde das wirklich unheimlich, unheimlich schön. Und ja, da ist Lila drin, da ist Rosa drin, da ist Blau mit drin. Und ich habe ein Mädchen, was ich irgendwie unbedingt in meiner Geburtstagswoche verwenden möchte. Damals, als meine La Dolce Vita Bestellung angekommen ist, hatte ich sie gesehen und habe gesagt, boah, irgendwie, weiß nicht, die möchte ich zu meinem Geburtstag eigentlich haben. Das ist diese hier. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, so blöd wie es klingt, ihr erinnert mich irgendwie so ein bisschen an mich. Vielleicht so vom Kleidungsstil oder so, wo ich halt keine roten Haare habe. Aber die ist ja jetzt eher so schwarz-rot. Da muss ich einmal schauen, ob es überhaupt dazu passt. Und ja, Stempeln. Stempeln, stempeln. Ich lege das hier einmal ganz kurz beiseite. Ich schaue mal eben, ob ich ein Schmierblatt habe. Und einfach mal jetzt hier dieses. So, und ich habe gefühlt 5 Millionen Stempelfarben, die mir dafür jetzt so irgendwie in den Sinn kommen. Und vielleicht, ja, sollte ich mich jetzt hier erstmal an dem Tape orientieren. So, also da finde ich das hier zum Beispiel schon wieder viel zu grün. Also das, falsch rum, das würde passen. Das ist, glaube ich, zu hell. Ja. Klar. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist mir zu braun, das ist mir zu unfröhlich. tja, welche Farbe nehmen wir? Eigentlich hatte ich so in meinem Kopf, das alles doch so ein bisschen rosa zu machen.
Vielleicht nehme ich die für die Woche, in der ich meine Party mache, dann meine Geburtstagsparty. Wobei, ich glaube, am besten passen wirklich Espenmist und das Lila, oder? Weil ich kann euch auch noch zeigen, ich habe mir jetzt auch noch mal dieses Bandeau-Stickerbuch rausgesucht. Und ich hatte ja gesagt im letzten Video, dass ich halt dankbar dafür wäre, wenn ich ein bisschen Inspiration bekomme, wie ich meine Geburtstagsdeko, hoppla, erstellen könnte, weil ich halt nicht dieses typische Luftballons und Geburtstagskuchen und so. Aber hier in diesem Bandeau-Sticker, wo ist es denn? Da, sind ja auch diese Geburtstags Seiten und da finde ich diesen Happy Birthday Banner schön und auch diese Torten. Wobei, hier habe ich ja auch eine grüne. Dann könnte ich ja auch tatsächlich die hier nehmen. Ich glaube, so mache ich das. So, ist halt schon nur die Frage. Nehme ich lieber Espenmist oder Oasis Green? Ich habe eine Idee. So. Na, ich möchte den hier nehmen. So, und ich glaube, ich versuche jetzt hier einfach mal als Grundfarbe Espenmist. So. Und versuche hier vielleicht sowas wie einen Farbverlauf so, ich wage es jetzt auch einfach. Das sieht eigentlich ganz cool aus. So, und das gleiche möchte ich hier an dem Samstag noch machen, denn da geht es nämlich weiter mit den Geburtstagen. Und zwar hat da meine Tante Geburtstag und meine Nichte. Also, die Familie beschränkt sich bei uns gefühlt auf eine komplette Geburtstagswoche. So. Das machen wir jetzt andersrum. So. Okay, das ist, glaube ich, sogar noch cooler geworden vom Farbverlauf. Also das gefällt mir bis dato schon mal ganz gut. So, ich habe sinnigerweise meine Packung mit den Feuchttüchern offen stehen lassen. Dementsprechend habe ich jetzt Trockentücher. Aber es geht trotzdem. Wenn ich übrigens so ein bisschen am Rumschniefen bin, tut mir das sehr leid, aber ich habe mir eine leichte Erkältung eingefangen. So, das muss ja jetzt hier noch so ein bisschen trocknen. Ich schiebe das hier mal gerade so ein bisschen nach oben. Und dann habe ich hier diese Sticky Notes. Die sind so ein bisschen transparent. Und da hatte ich eigentlich die Überlegung, die hier so drüber zu legen. Und mir da die Geburtstage zu notieren, sowohl meinen als halt auch den von meiner Tante und meiner Schwester, von meiner Nichte. Okay, gut. Die beiden Tage sind jetzt schon mal markiert. Ich habe mir jetzt einmal eben kurz ein
Stift von meinem Freund gemobst. Das ist eigentlich ein CD-Marker. Darf ich gleich nicht vergessen, den zurückzulegen. So, und dann wollte ich einmal schauen, ob, ja, ich hätte jetzt hier gerne am Rand auf jeden Fall nochmal so. Blümchen. So, also das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich bin soweit mit dem Ergebnis schon wirklich recht zufrieden. Und auch die Farbkombi gefällt mir tatsächlich richtig gut. Jetzt ist mir gerade nur aufgefallen, ich wollte ja eigentlich diesen Happy Birthday Banner da noch hinkleben. Das ja, ist jetzt irgendwie untergegangen. Dafür ist jetzt auch kein Platz mehr, aber es gefällt mir trotzdem ganz gut. Und ja, des Weiteren habe ich noch zwei Termine, die ich irgendwie noch einkleben möchte. Und jetzt ist halt eben die Frage, passt sie denn soweit hier eigentlich noch hin oder eher nicht so? Schneide ich vielleicht einfach mal aus. So an sich passt es schon, finde ich jedenfalls. Ich kann ja mal gucken, was ich hier sonst noch so habe. Jetzt hätten wir die hier noch. Das ist die, die ich eigentlich haben wollte. Aber ich wollte ja eigentlich auch diesen Bambu-Stick aufkleben. Ach Mensch, ich weiß es doch nicht. Also eigentlich, wenn die jetzt in die andere Richtung gucken würde, wäre das Ganze überhaupt kein Problem, ne? Und ich mag das ja nicht, das Datum überkleben. Also die passt auch gut. Ich glaube, ich tendiere im Moment so ein bisschen zu der hier. Schneiden wir sie auch mal aus. So. Also verkehrt wäre sie dann nicht, aber ich glaube, ich warte tatsächlich noch ein bisschen ab
Und ich glaube, ich möchte noch mal etwas stempeln. Und zwar nehme ich diesmal nur Oasis Green. Und aus dem Papierprojekt Stempelset, ich vergesse den Namen immer von Herzen, einmal den kleineren Pinselstrich. Muss ich mal schauen. So. Ich habe mir hier diese Zwischenstücke vom Washi-Tape aufgehoben. Die möchte ich jetzt hier einmal so ein bisschen drüber kleben. Ich glaube, die passt eigentlich wirklich ganz gut auch mit der Jacke. So, hier muss ich nämlich mein Auto wegbringen. Und ja, der andere Termin wäre hier auf dieser Seite. Dann habe ich das zweimal nebeneinander, aber so schlimm ist das ja auch nicht, ne? So, und zwar haben mein Freund und ich hier für abends Karten für einen Kabarettisten. Ich selber kenne den so gar nicht, aber mein Freund findet den total toll. Vielleicht kennt ihr den. Ich hoffe, ich schreibe den Namen jetzt auch richtig. So. Ja, ist nicht ganz gerade, aber egal. So, und dann ist jetzt halt die Frage, ob das soweit jetzt schon reicht oder ob ich noch mal ein bisschen von dem Washi-Tape klebe. Vielleicht einfach. Hier noch mal so ein bisschen. Ja, das sieht, glaube ich, ganz nett aus. Und dann habe ich das jetzt hier unten nochmal. Jetzt klebe ich auch das Mädchen endlich auf. Wollen mich doch sehen. Wie gerne würde ich mit euch richtig reden können. Ihr könnt mir das ja nur im Nachhinein sagen, welche ihr genommen hättet. Ich habe bei der einfach Sorge, dass das zu Ton und Ton ist. Und die mit dem dicken Mantel, so kalt ist es ja noch nicht. Ich glaube, ich bleibe jetzt doch bei der hier.
Weil ich habe jetzt eigentlich schon dieses Bandeau Sticker Buch ja schon nicht benutzt, weil ich glaube, den Kuchen klebe ich auch nicht. Der passt jetzt doch nicht so super duper toll in ja, mein Blümchenkonzept hier. Und dann klebe ich wenigstens das La Dolce Vita Mädchen auf, was ich ja jetzt ja seit Wochen mir ausgeguckt habe für meinen Geburtstag. So, sie klebt jetzt, jetzt ist es nicht mehr rückgängig. Gut, ja, ich glaube, ich bin auch tatsächlich soweit fertig. Mehr steht soweit nicht an. Mehr. Ich glaube, die Deko ist jetzt doch, oder das Video zumindest, ist jetzt doch wieder ein bisschen länger geworden, wobei da durch diese ganze Schnibbelei hier doch, glaube ich, recht viel Timelapse ist. Dann können wir das Ganze einmal einheften. Na. So. Ja, das ist meine fertige Geburtstagswoche. Und ja, ich bin sehr glücklich. Sie gefällt mir sehr gut. Ich mag die Farben und ich finde das Tape vor allem sehr, sehr schön. Und ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Freue mich jedenfalls jetzt schon auf die Wochendeko in der Woche, wo ich dann meine Geburtstagsfeier gebe. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Ja, weil da habe ich ja jetzt schon ein paar Elemente, die ich mir für diese Woche sozusagen gespart habe, die ich dann aber ja für diese Wochendeko ja vielleicht nehmen möchte oder könnte. Aber wer weiß, bis dahin vergehen auch wieder ein paar Tage, wer weiß, was ich bis dahin schon wieder für Pläne geschmiedet habe. Ja, lasst mir wie immer gerne einen kleinen Kommentar da, wie ihr die Woche findet und ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Tschüss.